Hallihallo, bin gerade bei der Gartenarbeit. Wieder toll aus. So, da ist mir Folgendes passiert. Ich habe meinen Zeh gestoßen. Ich habe mir den Zeh so gekloppt, das hat wie getan, bis hier oben hin. Und ich durfte meinen Schmerz nicht in alle Welt rausschreien, weil das ist Mittagszeit und da schreit man nicht. Und in der Mittagszeit macht man einfach mal keinen Krach. So, jetzt zeige ich euch mal, welcher Zeh das ist, weil mir ist Folgendes dabei aufgefallen. Der hier. Ist mir aufgefallen. Das gibt bloß großer Zeh und kleiner Zeh. Die Zehen dazwischen haben überhaupt keinen Namen. Warum ist das so? Das ist diskriminierend gegenüber den Zehen. So was gibt es nicht. Wenn dir einer sagt, ich habe mir den dritten Zeh gestoßen, musst du erstmal überlegen, was ist denn das für einer? Wo befindet der sich und wie sieht der überhaupt aus? Das kann ja wohl alles so nicht wahr sein. Ja. Was noch? Ich merke gerade, hier wo ich sitze, ist der Rasen nass. Das heißt, die Hose ist auch jetzt etwas feucht. Das ist mein Tag heute. Super. Ich höre jetzt auf mit die ganze Kacke. Tschüss.